Wie verifiziert man seinen Account auf Ultima Business? Die Verifizierung ist ein wichtiger Schritt für jeden Partner von Ultima Business. Wenn man durch die Etappe der Verifizierung geht, trägt man zur Legalität und zur Sicherheit des Systems bei und man bekommt das Maximum an Möglichkeiten dadurch. In dieser Anleitung geht es darum, wie der Ultima Business Account verifiziert werden kann. Gehen Sie zu Ihrem Ultima Business Account. Links oben sehen Sie auf dem Bildschirm Ihren Verifizierungsstatus. Klicken Sie nun in der oberen rechten Ecke auf Ihr Account-Symbol und öffnen Sie die Einstellungen. Gehen Sie dann zum Interface SmartPass und wählen Sie im linken Menü den Abschnitt Verification aus. Füllen Sie alle Felder sorgfältig aus. Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum und Ort. Staatsangehörigkeit und Reisepassdaten. Bitte beachten Sie, dass überall die lateinische Schrift verwendet werden soll. Wichtig! Beim Ausfüllen des Formulars dürfen keine Zeichen wie Komma in den Feldern Geburtsort und von dem ausgestellt und Punkt im Namen vorkommen. Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern. Wenn Ihr Dokument kein Ablaufdatum hat, können Sie in das entsprechende Feld ein Datum eintragen, das 5 Jahre nach dem aktuellen Datum liegt. Fahren Sie danach mit dem zweiten Teil des Verifizierungsformulars fort, wo die Fotos der Dokumente hochgeladen werden sollen. Zwei Dateien müssen hochgeladen werden. Foto oder Scan der Hauptseiten Ihres Reisepasses oder Personalausweises und ein Foto oder ein Selfie von Ihnen, wie Sie Ihren Reisepass auf der Hauptseite geöffnet halten. Wenn sich ein Teil der Daten aus dem Antragsformular auf der Rückseite des Dokuments, ID-Karte, Personalausweis befindet, laden Sie bitte ein Foto von beiden Seiten des Dokuments hoch. Halten Sie das Dokument so, dass alle Informationen deutlich erkennbar sind. Sobald Sie die Dokumente hochgeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen. Gehen wir nun zum nächsten Schritt über, das heißt zu Ihrer Adresse. Füllen Sie alle Zeilen sorgfältig aus. Denken Sie daran, dass Sie das Verifizierungsformular nur in lateinischen Buchstaben ausfüllen. Vergessen Sie nach dem Ausfüllen des Antrags nicht, die Änderungen zu speichern. Wenn Ihr Land zur EU gehört, müssen Sie außerdem Ihre Wohnadresse bestätigen, indem Sie die Dokumente zur Verifizierung der Adresse hochladen. Sie müssen ein Foto oder einen Scan der Hauptseiten Ihres Reisepasses oder des Personalausweises hochladen. Sollten Sie keinen Reisepass oder Personalausweis haben, genügt das Foto oder der Scan eines anderen offiziellen Dokuments oder einer Kreditkartenabrechnung, eines Belegs eines Versorgungsunternehmens, des Schreibens seiner Behörde, eines Versicherungsscheins, eines Bankkontoauszugs oder einer Telefonrechnung. Das Dokument darf maximal 3 Monate vor dem Hochladedatum herausgegeben worden sein. Bitte beachten Sie, dass die Dokumente im JPEG oder PNG-Format vorliegen müssen. Wenn Ihr Land nicht Teil der EU ist, brauchen Sie Ihre Adresse nicht zu bestätigen. Beachten Sie: Wir akzeptieren die Dokumente in den Sprachen, die sowohl das lateinische als auch das kyrillische Alphabet benutzen. Wenn das Dokument in den Buchstaben eines anderen Alphabets verfasst wurde, ist eine notariell beglaubigte Übersetzung erforderlich. Sobald Ihr Account verifiziert worden ist, bekommen Sie eine Benachrichtigung von uns. Sollten Sie Fragen zum Formular haben, wird sich unser Support-Team mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Postfach mit der E-Mail-Adresse zu überprüfen, auf die Ihr SmartPass-Account registriert ist.